Servus, Hallihallöchen, herzlich willkommen zu einer erneuten Folge, auch schon zur 10. Folge unseres Landwirtschaftssimulator-Projektes. Ja, in der letzten Folge, kann ich euch direkt mal eben kurz noch erzählen, haben wir einiges an Blödsinn gemacht. Die letzten drei Folgen hatten tatsächlich auch keinen Sound, was ein bisschen komisch gewesen ist. Da habe ich mich wohl ein bisschen vertan bei den Soundeinstellungen. Ja, da gab es ein paar Bugs auf jeden Fall bei mir. Das war unter anderem auch im Stream dann nachher so. Trotz allem starten wir heute tatsächlich mit Sound, aber erstmal alleine. Gegen 18:30 Uhr, so ungefähr so eine halbe Stunde, wird sich dann Scribble mit erbarmen. Wird sich dann mit erbarmen, hier schlussendlich mitzuhelfen. Aber bis dato müssen wir erstmal alleine hantieren. Bis dato müssen wir erstmal alleine hantieren, aber das kriegen wir hin, das ist hier nur Ernten, das ist nicht viel. Ja, also wir können jetzt erstmal ernten, dann schauen wir uns das ganze Ding mal an. Radio. So, wie dem auch sei. Also ich habe nämlich jetzt das Problem gehabt in den letzten paar Folgen, dass irgendwie der Sound komplett ein bisschen auch vor allem asynchron in den Streams war. Das habe ich jetzt alles gefixt. Ja, wir wollen heute auf jeden Fall einiges an Lohnarbeit erledigen. Wir haben richtig viele Lohnaufträge, also wirklich viele. Da können wir richtig satt Geld jetzt mitmachen. So, geht sich mir persönlich einfach nur darum, dass wir es dann auch dementsprechend schaffen, da die Kurve zu kriegen. Ich stelle den Sound mal noch ein bisschen dezenter ein. Weil wir haben ja das Problem immer wieder, dass wir so ein bisschen, ja, wenig Geld jetzt nicht. Ich habe ein bisschen offline weitergespielt gehabt, die eine oder andere Session, ein bisschen was gespielt. Lassen wir nochmal kurz gucken. Bilanz, ja, es ist aber auch schon, glaube ich, 2 oder 3 Tage her, dass ich so aktiv damit rumgefuschelt bin. Lag damit zusammen, dass ich echt Langeweile hatte und gedacht habe, hey, dann kannst du wenigstens ein bisschen was Geld verdienen. Wäre doch eventuell ganz cool. So, wir fahren übrigens auch einmal schön im Kreis, damit ich sehe, wo wir schon geerntet haben. Ich habe in der Zwischenzeit tatsächlich auch das Feld da hinten komplett überarbeitet, also das Feld 58, ich weiß nicht mehr, ob das in den Folgen gewesen ist, aber ich meine wohl. Wir ernten auf jeden Fall heute das Feld hier, die 61, kurz runter. Bereiten die anderen Felder eventuell vor. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir pflügen können und da wächst dann überhaupt nichts nach. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich bin aber auch überhaupt gar nicht abgewillt oder abgeneigt dazu, heute noch ein paar interessantere, ja, wie nennen wir es denn? Interessantere Lohnaufträge zu machen. Also gerade Ballenpressen ist unfassbar viel Kohle. Ist aber auch mit dementsprechend viel Arbeit verbunden. Muss ich ehrlich gestehen. Also richtig, richtig viel Arbeit, die wir da schon jetzt eigentlich vortäuschen. Aber gut, wir haben die Wirtschaft auf schwer. Das ist ja eben dieses Hardcore-Projekt, das uns alle antreibt. Nur momentan ist zeitlich wirklich bei allen ein bisschen begrenzt. Deswegen gibt es hier noch keine großen Sprünge. Hinten haben wir jetzt das Silo, den Steinbrecher, den haben wir auch geholt. Aber ansonsten ehrlich gesagt nicht viel. Wirklich, wirklich nicht viel. Könnte man ja mal hier umsetzen. Und dann hier weiter abernten. Ja, so ist das in Ordnung, glaube ich. Wir könnten noch mal eine Fahrt so machen. Es leckt aber hin und wieder mal ein bisschen zwischendurch.
Aber da bin ich überhaupt noch nicht geübt drin. Da fahre ich immer mit dem Drescher ein Stückchen zu weit. Ich halt auch das überhaupt nicht einschätzen kann, wo ich da schon mit gewesen bin, weil das wäre jetzt wieder zu eng gewesen. Also Dreschen in der Ego-Perspektive ohne diese Modifikation, wo man den Kopf eben so ein bisschen drehen kann, um jetzt so rechts um die Ecke zu gucken und so, ist fast unmöglich. So. Da haben wir jetzt nicht sonderlich viel, bin ich ehrlich. Also hier kriegen wir überhaupt gar keine Liter raus. Das ist ganz, ganz schlecht eigentlich. Oh, mein Gott, ey. Wir haben schon eine Runde gedreht und mal gerade 60%. Naja, vielleicht werden es 18.000 bis 20.000 Liter. Ja, wenn wir Glück haben. Soja, was gibt Soja denn überhaupt? Sojabohnen im besten Monat 1200 pro Liter. Da haben wir schon jetzt 6000. Ja. Das hört sich erstmal sehr plausibel an. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der nachher das ganze Zeug auch ins Silo schmeißt. Das wäre eigentlich ideal. Tatsächlich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir wirklich nur dauerhaft auf Soja setzen sollten. Weil Ballen pressen, man könnte schon relativ früh eben anfangen, Ballen zu pressen, aber irgendwie ja halt nur sehr kleine, diese Miniaturballen halt. Eigentlich sind das so, ich glaube, die sind 1,10 Meter oder was? Oder 1 Meter breit? Oder lang. Ich glaube, breit sind die sogar nur einen halben oder so. Ich glaube, ihr wisst, welche ich meine. Könnt ihr euch die gleich einmal zeigen? Ballenpresser. Die hier. 2,20 Meter. Ah, wahrscheinlich in der Länge. In der Breite sind die nicht 1,20 Meter. Aber wie dem auch sei. Da ist ordentlich was los, Junge. Also mit den Dingern könnte man es theoretisch auch machen. Theoretisch. Man muss nicht, aber man könnte. So. Ich weiß halt nicht. Also so auf der einen Seite will ich natürlich auch ein bisschen Variation reinbringen. Nicht immer nur Sojabohne, Sojabohne, Sojabohne. Aber es ist halt die einzige Möglichkeit, wie wir wirklich aktiv Geld verdienen mit unserer Ernte. Ansonsten bleibt ist das eigentlich nur so ein Überbleibsel. Und hauptsächlich machen wir dann eben mit der Arbeit für andere Bauern Geld, also durch die Lohnaufträge. Schwierige Kiste. Ich weiß nicht, was mehr Geld bringt, wenn wir halt Weizen draufklatschen und dann die Gerste wegbringen im besten Monat und halt daraus die ganze Zeit Stroh pressen. Oder wenn wir das halt komplett sein lassen. Ich weiß es nicht. Silage ist halt auch eigentlich ein super Weg, Geld zu verdienen. Ein sehr, sehr einfacher Weg, tatsächlich. Ein bisschen Grünfläche hätten wir ja, aber ja, auch da wieder das große Fragezeichen. Wollen wir den Schritt wagen und jetzt schon Fahrsilo bauen und allen möglichen Scheiß? Ich persönlich habe da eher wenig. Ein Fahrsilo würde ich sowieso ganz, ganz spät erst bauen. Wirklich so viel haben, dass man mit einem normalen Ballenwagen es nicht mehr schafft zu handeln. Es gibt da ja von Fendt einen automatischen Wickler auch noch mit hinten dran. Damit kann man halt nur kein Gras wickeln, das ist das Problem. Ach, perfekt. Habe ich nicht mehr beobachtet. Ich war so in Gedanken mit diesem scheiß Graswickler.
Machen wir eben kurz mit dem Fiat darüber, holen uns die Ernte ab, die ersten 9300. Sieht auch irgendwie Dulli-mäßig aus mit dem Ding da. So, den habe ich voll. Ah ja, stimmt, den hatte ich ja sogar komplett voll gemacht. Der hat 12.000 Liter Dünger drin. Coole Scheiße. Lass mich mal kurz gucken, ob wir hier kalken müssen. Nee, müssen wir nicht kalken. Wie sieht es eigentlich auf dem anderen Feld aus? Müssen wir da Kalk ausbringen? Nö, hier müssen wir auch keinen Kalk rausbringen. Mal kurz gucken, wie der Füllstand ist. Ideal. So. Dann geht's weiter, würde ich sagen. Sojabohne erstmal alles ins Silo und dann müssen wir warten, bis wir das maximale Geld dafür rausbekommen. Aber macht ja nichts. Wir müssen ja so oder so warten. Wir haben ja Geldanlagen, jetzt umsonst wohin. Sojabohne wird dann im Juni. Warte mal. Müssen wir im Juni nicht auch die Ernte rausbringen? Sojabohne im April, ne. Im Juni wird gar nichts gemacht. Wie komme ich denn dann jetzt auf Juni? Weizengerste. Ah, Juli. Deswegen habe ich darüber nachgedacht. Ach, so ist das also. Ja dann. Bin schon froh, dass wir hier so einen großen Drescher genommen haben. Mit schön viel Spannweite, 8 Meter. Damit wir halt hier nicht den ganzen Tag durch die Gegend gurkeln müssen. Wie blöd. Ja, aber 2 Umdrehungen machen wir mindestens noch. Okay, ja, vielleicht 25.000 Liter, wenn's gut läuft. Wenn's gut läuft. So. Nippeln wir mal hier das ganze Zeug weg. Es wird Zeit, dass wir damit fertig werden, wirklich. Es wird Zeit, dass wir uns auch ein paar neue Dinge kaufen. Allen voran natürlich eine Saatmaschine. Warum eine Saatmaschine, kann ich euch ganz einfach sagen, weil wir jetzt zurzeit eben das Problem haben, dass wir nur mit einem einzigen Traktor vorankommen. Mit einem. Ja. Bedeutet also, du kannst mit einem nur pflügen, du kannst mit einem jetzt nur hingehen und sagen, in Ordnung. Wir pflügen mit der gleichen Maschine und wir säen mit der gleichen Maschine, ja. Wir haben dann die Solitär von Lemken. Ja, die Saatmaschine, die hier, die können wir sogar mit 180 PS halten. Und es ist ein Anhänger. Das bedeutet also, hier können wir dann auch direkt die normale Saat mit drauf knallen. Bedeutet wiederum im Umkehrschluss, wir haben natürlich den einfachen Vorteil, dass wir mit dem jetzigen Equipment, was wir jetzt haben, unseren zwei Fans, Fiat und den großen John Deere, total ausgelastet sind. Also wir brauchen jetzt nicht noch einen Traktor, um eine neue Saatmaschine zu ziehen. Deswegen entscheiden wir uns dann für das 165.000 Euro Modell, weil es halt einfach vom Fahrgefühl her komplett ausreicht. Und wir haben natürlich auch mehr als genug PS und auch Kilowattstunde. Bedeutet im Umkehrschluss eigentlich, wir sind mit der Narrenfreiheit, ja. Dann unser erstes hochwertiges Gerät, das wir haben, wo wir auch gut und gerne sagen können, in Ordnung, das hält weitere Staffeln auf jeden Fall aus. Ja? Da müssen wir natürlich auch gucken, dass das vernünftig gehandhabt wird.
Weil das ist natürlich was komplett anderes, wie so eine kleine Sandmaschine mit 3 Metern oder was. Aber ich glaube persönlich, gerade das mit der Saat wird hier ein Riesenthema werden. Irgendwann werden wir uns auch einen zweiten Steinsammler holen müssen. Wo wir dann dementsprechend auch was mit hantieren, weil du kannst nicht nur mit einem Steinsammler über die Felder fahren, das funktioniert halt einfach nicht. Das geht so nicht, das kannst du dir selber nicht antun, vor allem deiner Zeit und deinen Nerven nicht. Das geht einfach nicht. Selbst wenn du willst, das kannst du dir nicht antun. Das wäre mit diesen 2 Metern oder was, das ist so dermaßen abgeschissen. Da kannst du gar nichts mit machen. Du fährst da 10 Minuten, 15, 20 Minuten über den Acker. Und ich bin ehrlich, das dauert einfach viel zu lange. Nicht, dass ich mir nicht die Mühe machen wollen würde, eben mit dem Kleinsteinsammler hier noch weiter Spaß zu haben. Aber es ist nun mal einfach, dass wir, wenn wir jetzt natürlich hingehen und sagen, ja, ist in Ordnung, meinetwegen, ja, nehmen jetzt den kleinsten Steinsammler und kaufen uns davon 5 Stück oder 3 Stück, damit wir alle separat fahren können, dann geht das immer noch schneller. Wie in dem Fall, wenn wir jetzt hier hingehen und einen nur aktivieren und den einen übers Feld ballern lassen. Und alle anderen können halt nicht weitermachen. Du kannst ja nicht einfach auf den Stein eine Saat ausbringen. Da hast du ja so dicke Malis drauf. Wir sehen davon, dass das überhaupt nicht gut ist. So. So, ich habe mir mal kurz was Kaltes zu trinken geholt. Ach Mensch, was trinkt ihr eigentlich bei den Temperaturen? Ich bin ehrlich, bin kein Freund von Softdrinks. Bei solchen Temperaturen, ich trinke da ja jetzt so stilles Mineralwasser. Also so ein Fischaquarium im Endeffekt. Ohne Kohlensäure versetzt. Oder besetzt, oder ich weiß gar nicht. Versetzt? Hört sich ein bisschen falsch an. Schaffen wir mit 30% den Weg da hoch? Das ist eine gute Frage, ne? Ich sag mal, der Abstand unten und oben wird immer kleiner, aber an den Seiten bleibt er halt. Ne, ist ja auch Quatsch. Nee, doch, ich nehme die ja von unten weg. Da bleibt das oben ja immer noch. Naja, mal gucken. So, gleich sollte Scribble kommen, unser Eichhörnchen. Dann haben wir da auf jeden Fall einige Vorteile, würde ich sagen. Auch Mangrox guckt auch, wo du hinfährst, Junge. Naja. Der Junge kann das nächste Mal auf jeden Fall Steine sammeln, bis er tot umfällt. Da habe ich Bock drauf, den Jungen übers Feld fahren zu sehen. Das sage ich euch ganz ehrlich. Aber zu 100%. 110% machen wir das.
So. Mal alle grinsen. Ein kleines Thumbnail. Alle grinsen. Zack. So, diesmal schaue ich auch drauf, ob wir da die kleinen Unterschiede haben, ne? Mit Unterschieden meine ich natürlich, dass ich da nicht wieder bei 9300 Liter einfach durchheize. So, komm hier. Hau rein, alle. Der Fiat, ich lieb das Ding wirklich. Klar ist natürlich auch, dass der Fiat, also der reicht halt später nicht mehr. Ne? Mit dem Leichtgewicht und keinem vorhandenen Frontlader. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir die Dinger so lange wie möglich behalten. Aber ich bin ehrlich, ich sehe da nicht viele Zukunft drin. Ne? Die sind eine kleine Anschaffung gewesen. Lass mich mal kurz nochmal gucken, was die Fiats gekostet haben. Ich meine 24.000 oder so. Ein anderes Modell kriegst du da nicht für. Guck dir die Scheiße mal an, da kannst du sogar noch ein bisschen was wegnehmen. 50 PS. Der ist geil, Junge. Der ist richtig gut. Der 1300 DT. So. Ja, Turbo plus Ladekühler. Mit 185 PS. Kostet 26.100. Oh, dachte ich hätte gerade nicht mehr gehäckselt. Gedrescht. Das war sehr interessant gerade. Naja, egal. Boah, ist das Ding dreckig, Alter. Boah, guck mal. Kannst kaum noch New Holland lesen, ey. Wenn wir mal da eventuell ein Tutorial angucken. Wie man hier so am besten drescht. Oder dreschen kann. Nee, krieg ich nicht hin. Fahren wir lieber sicher, ich will ja hier keine Experimente starten. Aber wobei, hier, das ist doch relativ in Ordnung. Aber das ist mir viel mit Gefühl, sehr, sehr viel. Das hat nichts mit, ja, da halte ich mal jetzt irgendwie so einen kleinen Drescher drauf. Oder so eine Zinke vorne, ja. Da gibt es keine Mogelpackungen, da musst du weil wirklich die ganze Zeit mit Gefühl hinterherhacken. Logischerweise, du hast ja auch kein, ja, das ist ja eben das Problem, dass du nicht um die Ecke gucken kannst. Du kannst jetzt deinen Kopf nicht so ein bisschen nach rechts drehen, um dann bessere Sicht drauf zu bekommen, ob du jetzt wirklich noch gut am Dreschen bist oder eher weniger. So. Na, das kriegen wir hin hier. Sitzt, gerüttelt, hat Platz.
Ja, vorne weiß ich jetzt echt. Wahnsinn, wa? Guck mal an hier. Wahnsinn, wie viel Korn da durchfliegt. Ja, dann ist das jetzt hier die vorletzte Bahn, die wir hier haben. Und dann sind wir endlich fertig. Dann sind wir endlich fertig. Und ich sag ganz ehrlich, ich das so ein bisschen hier mit dem Licht, das sieht schon echt monströs aus, ne? Ach, ich habe sogar noch nicht mal die volle Lichtstufe angehabt. Guck mal hier, du kannst sogar Tag, Nacht, geisteskrank. Einfach dunkel, cool. Beziehungsweise hell. Vorher war es dunkel, jetzt ist es hell, das ist ganz komisch. So. Ja, wir müssen gleich auf jeden Fall vorne die Zinken sauber machen. Und die Walze sowieso. Das ist essentiell, dass wir mal gleich die Walze sauber machen mit vorne Schneidwerk. Boah, ey. Mich wundert, dass der Fahrer überhaupt noch was sieht. So. Ja, dann sollte ich mal schauen, wie viele Liter wir jetzt gleich bekommen insgesamt. Dann könnte man das schon mal hochrechnen. Ne? Immer mit Ganzen, weil 2700 wären 27 mal 1200. So gut bin ich aber nicht in Mathe. Deswegen rechne ich das normalerweise mal kurz mit dem Taschenrechner an. Und dann hat man das Ergebnis. So, den fahren wir mal eben kurz hier rüber. Dann schmeiße ich ihn, brauche ich hier gar nicht umladen oder so. Ist in der Zwischenzeit, wie die hier das verladen wird. Ja, kann ich nämlich dann sofort den hier loshetzen. Auch noch nach hinten. Und dann haben wir es auch eigentlich, ne? So, da komme ich. So. Kann man den schon mal jetzt hier gleich hinstellen, weil es wird definitiv der Fall sein, dass wir es sauber machen müssen. Na los, komm schon. Und weg damit. So, wie viel Soja haben wir? Oh, 22. Nicht schlecht, 23.000. Also 23 zu, was haben wir da? 1000 mal 1200 und 4. Wären hier 27.692. Ja, plus minus ein bisschen mehr, weil wir ja einen halben Kubik, eine halbe Kubiktonne haben. Ja, ein bisschen. Gut,
Dann bedanke ich mich erstmal für die heutige Folge auf jeden Fall. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann gerne liken, kommentieren, abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich würde mich auf jeden Fall extrem darüber freuen, wenn wir uns auch in der nächsten Folge wieder hören. Und dann auf jeden Fall Küsschen aufs Nüsschen. Ciao, ciao.